Zwei Tage später kurfte ein gelbes Postauto über das Riddle-Anwesen. Was willst du, Sterblicher? Ja, ich hätte hier ein Paket für Tom Forlost Riddle. Was für ein bescheuerter Name. Haben Sie keine Angst vor mir? Hey, Jungchen, ich arbeite bei der Post. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Endlich ist es soweit. Endlich gehört Potter mir. Und ich kann nun mit ihm machen, was ich will. Ich bräuchte hier eine Unterschrift. Moment, muss ich jetzt mit Riddle oder Voldemort unterschreiben? Das ist mir egal, ich werde morgen entlassen. Okay, Voldemort. Sie haben ja aus den O's kleine Herzchen gemacht. Ja, ich weiß. Warum? Weil ich sie süß finde. Okay, schönen Tag noch. Der Postmann trabte zurück zu seinem Postauto, stieg ein und raste in den nächsten Graben.